kleinen Klassen kennt man eben jeden Schüler sehr individuell, sieht also recht schnell, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, und dann arbeiten wir ganz eng mit dem Internatsbereich auch zusammen. Das Besondere der Schule ist, dass man hier auf jeden Schüler einzeln eingeht. Also der Schüler wird in seiner Individualität, in seiner Persönlichkeit gesehen, und man versucht, diese Persönlichkeit zu fördern. Manche Potenziale muss man auch erst entdecken, indem man alles mögliche ausprobiert. Standardisierte Erfolgsmuster gibt es bei uns eigentlich nicht, weil ich muss wirklich immer gucken, was braucht der Schüler. Wir gucken uns das an, schreiben dann einen Plan und sagen, okay, an den und den Stellen machen wir das und probieren es. Und wenn das nicht funktioniert, muss man umdenken. Das können nur wir, das kann nicht der Schüler. Was ich schön finde hier an der Schule ist zum einen die Vielfalt an Personen und Persönlichkeiten. Es ist cool, weil man immer mit seinen Freunden was machen kann. Und außerdem ist die Schule hier mehr frei, finde ich. Also für mich das Tollste und Beeindruckendste aus dieser Zeit ist sicherlich der Zusammenhalt, der da entsteht. Man ist ja nicht nur in der Schule zusammen, sondern auch den ganzen Tag, den Abend. Wenn wir uns heute treffen, da reden wir heute noch und schwärmen noch heute von diesen gemeinsamen Erlebnissen. Yeah. We are all looking.